God save the Queen. In diesem Sinne startet der Allround-Talent Torchi de Banana zum zweiten Mal in seinem geckreichen Altstadtrundgang in feinstem Oxford, Covalent-Denglisch. We make now at this evening the second city round go with Torchi de Banana. We go around the city and have many points where I tell you something for the Stadt. Nach einem kleinen Aufwärmer und dem Beachten der Corona-Regeln geht's los am Zentralplatz. We are stay here on the central place, where in the winter was the iceborne. Auch ein bisschen Wehmut ist im Programm, wenn sich Torchi an seine vielen Partyauftritte im Koblenzer Nachtleben vor der Corona-Zeit erinnert. The second station from this tour is a wonderful location. It's a living room from Torchi de Banana. Ganz im Sinne des Original-Koblenzer Schengel, der ja auch für seine Frechheit der Obrigkeit gegenüber bekannt war, kriegt der Stadtrat sein Fett ab. Over the Schengelbrunnen, on these windows, normally, when it's not Corona, yeah, there's a location from the City Rat from Koblenz. The City Rat from Koblenz make in this location very Kasperle Theater. Warum heißen die Koblenzer überhaupt Schengel? Torchi deckt die historischen Zusammenhänge auf. Koblenz war ja bekanntermaßen von den Franzosen besetzt. Und das hatte 9 Monate später Folgen. And the name from the boys who was born was Shaw. They called Shaw. But the Covalenzer himself can don't speak Shaw. So he tell him Shang. All people who born in Covalenz are called Schengelsche or Schengel. And I'm a original Covalenzer Schengelsche. Yeah. Und so geht es weiter in die Tiefen der Altstadt. Bleibt natürlich die Frage, wie man auf eine solch abgefahrene Idee kommt. I have gemacht an English course for runaways on my Facebook stream and that was very nice. The people has gesagt, mach da mehr draus and so is a idea geburnt. I make a city round go. Wer mit auf den nächsten City Round Go will, sollte sich frühzeitig um Tickets kümmern. Denn Torchis Tour durch die Altstadt fällt durch eine Big-Nach-Question auf.